Als nächster Redner am Wort Rupert Doppler, erst fraktionslos. Bundeskanzler, Mitglieder der Bundesregierung, Hohes Haus, meine sehr geehrten Damen und Herren, Aktuelle Stunde, Sicherheit statt Asyl und Zahlentricksereien, Verwirrung um die Anzahl der Asylanträge, ganz sachlich gesprochen, Herr Bundeskanzler, diese Bundesregierung hat sich selbst Asylobergrenze von 7.500 Asylsuchende festgelegt. Stimmt das? Vor kurzem gab es eine große Verwirrung, Herr Kollege, eine große Verwirrung um die Anzahl der Asylanträge. Der Bundeskanzler sprach plötzlich nur mehr von 11.000 Anträgen, obwohl zu diesem Zeitpunkt 22.000 Anträge vorlagen. Diese Berechnung von 11.000 Anträgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ergibt sich laut Bundeskanzler, wenn man die Anträge auf Familiennachzug sowie Dublin-Verfahren abzieht, bei denen ein anderer Staat für den Fall zuständig ist. Eine tolle Berechnung, Herr Bundeskanzler. Auch nicht eingerechnet in diese Berechnung ist die Darstellung von Herrn Bundeskanzler, dass die meisten Dublin-Fälle doch in Österreich landen, weil andere Staaten die als Asylsuchenden nicht zurücknehmen. Der Verteidigungsminister, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Herr Verteidigungsminister brachte es dann in einer Zeitung zum Ausdruck und auf den Punkt. Die Regierung, und von der Kollegin Schenk angesprochen, die Regierung wäre besser beraten, alle Zahlen zu veröffentlichen. Wir müssen mit den Zahlen sorgfältiger umgehen, sonst macht sich diese Bundesregierung bei der Bevölkerung lächerlich. Nicht irgendwer von der Opposition oder sonst wer, sondern das ist die Aussage von Herrn Verteidigungsminister. Dass die Flüchtlingspolitik, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Flüchtlingspolitik keine leichte Aufgabe ist, steht ohne Zweifel fest. Dass diese EU, aber auch diese Bundesregierung in der Flüchtlingspolitik total versagt hat, steht auch außer Frage. Herzlichen Dank. Als nächste Frage. Rupert Doppler, der fraktionslose Abgeordnete, wirft der Bundesregierung ein Totalversagen in der Flüchtlingspolitik vor.